Nicht das so, aufnehmen. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut. Halle 2, das war nicht Halle 3. Michael Menzel hat Drachenhüter gemacht. Das erste Spiel gegeneinander. Das ist natürlich sehr spannend. Wir fragen uns, ob er das auch kann. Ich gehe stark davon aus. Gleiches Kinderspiel, oder? Er hat auch, sieht zumindest sehr, Familie auf jeden Fall. Wir wollen die meisten Punkte haben, tolle Drachenhüten. Wir können unserem Zug, wir sind Zauberinnen und Zauberer, wir wollen Drachenhüten. Hier sind die Drachen, ich zeige es euch gleich nochmal in der Greenscreen-Cam. Man darf bis zu 3 Drachenkarten auf die Hand nehmen, man versucht Drachen aus der Hand vor sich auszulegen. Und das magische Buch sagt uns, wie viele Drachen wir aufspielen können. Alles verstanden, prima, jetzt lernen wir, was wir machen, wenn wir im Zug sind. Also das Erste, was du machst, ist, du darfst 1 oder 3 Drachenkarten aus der Auslage nehmen. Immer wenn du eine Karte nimmst, musst du sofort die leere Stelle von der zugigen Seite des magischen Buchs offenlegen, wodurch sich deine Optionen im Laufe des Spiels natürlich verändern, sogar im Laufe der Runde. Mhm. Man darf beliebig viele Karten auf der Hand haben, es gibt kein Handkartenlimit. Wir gucken hier mal kurz in den Chat, ob ihr auch da seid. Das sieht, oder wir da sind, aber es sieht sehr gut aus. Ja. Danach magisches Buch ändern. Bevor man Karten auslegt, darf man das magische Buch zu seinen Gunsten verändern. Dazu legt man eine Karte von seiner Hand mit der Rückseite nach oben auf die linke oder auf die rechte Seite des magischen Buches. Es ist auch erlaubt, auf beiden Seiten jeweils eine Karte aus der Hand abzulegen. Beispiel, nachdem man 3 Karten genommen hat, zeigt das magische Buch an, dass du 4 grüne Drachen auslegen könntest. Du hast aber da nur einen grünen Drachen. Darum legst du eine deiner Handkarten auf die linke Seite des magischen Buches. Danach zeigt das magische Buch, dass du genau einen grünen Drachen auslegen darfst. Jetzt passt es. Man muss also auch scheinbar genauso viel auslegen, wie das magische Buch sagt. Okay. Tipp. Hier siehst du immer, was auf der Rückseite steht. Ah, sehr gut. Und hier siehst du immer, welche Farbe auf der Rückseite ist. Für Farben sind auch sehr gut mit halt verschiedenartigen Drachen dargestellt. Drachenkarten auslegen. Du darfst jetzt exakt so viele Drachenkarten von exakt der Farbe auslegen, wie das magische Buch anzeigt. Wenn du später erneut Karten dieser Drachenfarbe auslegst, legst du sie auf den bereits ausliegenden Stapel dieser Farbe. Wenn du eine neue Drachenfarbe auslegst, musst du dafür einen neuen Stapel anfangen. Legeregel. Auf einen Stapel, der zwischen 2 anderen Drachenfarben liegt, darf keine Karte mehr gelegt werden. Nochmal was? Auf einen Drachenstapel, der was? Du darfst immer nur an die äußeren beiden Drachenstapel was legen. In der Mitte ist fest. Die zwischen anderen sind, da darfst du nichts mehr drauflegen. Das wird wahrscheinlich nachher wichtig werden. Und du darfst die Drachenstapel dementsprechend auch natürlich nicht mehr umschieben. Dann kriegst du eine Belohnung, die ist abhängig von dem, was hier unten drunter steht. Für das Auslegen von Drachenkarten erhältst du sofort eine Belohnung, die eben auf der linken Seite des magischen Buches angezeigt wird. Also wenn ich 4 weiße Drachen genau ausgelegt bekriege, bekomme ich einen Viertelkreis und nein. Genau. Und eine detaillierte Beschreibung der Belohnung gibt es gleich. Grundsätzlich bekommt man immer mindestens ein Amulettstück, das legt man verdeckt vor sich ab. Wenn man ein Amulettstück hat, dann legt man es daran an, sodass ein Ring entsteht. Wenn der Ring durch das dritte Amulett geschlossen wird, nimmt man sich verdeckt eine Perle und legt die da rein. Rot oder blau? Im Beispiel ist es rot. Die roten Perlen sind wertvoller. Sie haben die Werte 8 und 9. Wenn die roten Perlen alle genommen wurden, konnt ihr dadurch die blauen nehmen. Ah ja. Dann kannst du dir auch so ein Jule blau empfehlen. Ich würde also... Ich werde dich nicht korrigieren, falls du falsch greifst. Mit auslegen. Unabhängig davon, ob du Drachenkarten ausgelegt hast oder nicht, dürfen am Ende des Zuges alle anderen reinem Uhrzeigersinn, ob sie Drachenkarten mit auslegen wollen oder können und dafür die angezeigte Belohnung erhalten. Natürlich entsprechend des magischen Buches, so wie du es hinterlassen hast. Verändern dürfen sie es nicht, weil du das erst Drachenkarten nehmen, dann das Buch verändern, dann auslegen, dann Belohnung erhalten, dann darf ich das gleiche machen wie du, wenn ich es kann. Belohnungen sind, du erhältst das Amulettstück mit dem aktuell niedrigsten Wert. Ich dachte, die sind verdeckt. Das Amulettstück mit dem aktuell niedrigsten Wert. Vielleicht gibt es ja eine Auslage von Amuletten. Ich prüfe das noch einmal. Anschließend deckt ihr die übrigen Amulette auf und sortiert sie nach Wert und ordnet sie in einer aufsteigenden Reihe an. Das war nur fürs Raussortieren, damit man nicht irgendwelche bestimmten. Also das heißt, ordnet. Es gibt am Anfang weniger Punkte als hinten raus. Genau. Das wird sich bestimmt ganz wichtig anfühlen, dass wir 16 davon aussortiert haben. Wenn da eine Krone abgebildet ist, dann kriegst du die mit dem höchsten Wert. Oh, okay. Es gibt hier noch so Gegenlichtdrachen. Das sind quasi Joker. Die bekommt man halt, wenn die Belohnung abgebildet ist, Gegenlichtdrache. Und den darf man immer dazulegen, aber nie allein, um die vorgegebene Anzahl an Drachen zu erreichen. Wer dann kann auch, darf man auch die einsetzen, um das Buch zu verändern. Also auch da sind Geschichten drauf und... Da kann man dann 6 auf einmal auslegen. Spannend. Kristall.
Beim Nehmen von Drachen darfst du einen Kristall zurück in den Vorrat legen, um eine vierte Karte aus der Auslage zu nehmen. Normal darf man nur drei nehmen. Du kannst nicht mehrere Kristalle abgeben, um einen Zug mehr als vier Karten zu nehmen. Und das goldene Ei ist 4 Punkte wert. Wer am Ende spielt, die meisten goldenen Eier besitzt, darf eines umdrehen und bekommt für dieses Ei dann 16 Punkte. Okay. Wer wann dieses Ei bekommt, was? Wer am Ende spielt, die meisten Eier hat, dreht eins um und hat dann 16 Punkte. Also das meiste zählt am Ende 1 zu 4. Es gibt einen Vielfaltbonus in dem Moment, in dem du von jeder Drachenfarbe mindestens ein Drachen vor dir ausliegen hast, darfst du dir das aktuell wertvollste Wappen der Vielfalt aus der Tischmitte nehmen. Im Spiel zu zweit spielen wir ohne das Wappen mit der Nummer 16. Spielende. Wenn du so und so viele verschiedene Tiere hast? Wenn du 4 Drachenfarben von mindestens einem Drachen vor dir ausliegen hast. Mhm. Also es gibt nur 2. Wer es zuerst schafft, kriegt 10, der zweite kriegt 6 Punkte. Gegenlichtdrachen, Kristalle, goldene Eier sind in ihrer Menge begrenzt. Wenn weg, dann weg. Spielende ist, wenn wir alle zusammen 7 komplette Amulette haben bei 2 Personen. Danach decken wir unsere Amulettstücke und Perlen auf, addieren die Punkte. Falls vorhanden, zählen wir auch den Wert für unser Wappen der Vielfalt und die goldenen Eier hinzu. Wer die meisten Punkte gewinnt bei Gleichstand, gewinnt von den daran Beteiligten. Wer die meisten Drachenkarten insgesamt vor sich ausgelegt hat, ist das auch gleich. Gewinnen wir alle und teilen uns den Sieg. Moment, wir wissen nicht, welche Punkte wir haben bis zum Ende des Spiels an Kristallen. Ja. Spannend. Mhm. Aber bei denen hier wissen wir es, ja, weil wir sie hier offenlegen. Ja. Okay, also ich kann bis zu 4 Karten aus diesem 3. Stapel in der Mitte nehmen. 3 Karten aus dem Stapel nehmen. Das heißt, hierfür müsste man erstmal sammeln. Wofür gibt's das? Das ist nur eine Belohnung, die du bekommst, manchmal fürs Ausspielen. Ich meine, und die da gibt es irgendwie durch irgendwas extra. Ja, als Belohnung. Ah ja. Wenn das Symbol abgibt. Und dann hat man was, womit man 6 auf einmal legen kann. Ja, oder sie als Joker benutzen kann. Immer dazulegen kann. Weil sie als alle Farben gelten. Ja. Fang doch einfach mal an. Nee, du fängst an. Ich habe die Startkarte mehr, deswegen fängst du an. Ah ja, jetzt und ich habe gar keine Karte am Anfang. Du hast gar keine Karte, du darfst jetzt bis zu 3 Stück nehmen. Auch verdeckt oder? Nur hier und du legst sofort nach, wenn du dir irgendwo eine nimmst. Fünf weiße. Mhm. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ich kann jetzt auch durch Zufall dir quasi, also nicht durch Zufall, aber in der letzten Karte, die ich nehme, wenn ich da nichts machen kann, baue ich dir eventuell dann das so. Du siehst, was ich hier habe. Genau, noch ist das ja nicht so viel. Also welche Seite siehst du? Die oder? Die, ich weiß, was du genommen hast, aber ich sehe natürlich deine Rückseite. Genau. Die Karten sind ja nicht offen. Weg. Ja, nehme ich noch das. Und dann nehme ich noch das. Ach, guck mal, eine Menge Grün. Mhm. So, nehme ich mal die Karte. Also kann man doch verdeckt nehmen. Achso, ich nehme die Karte, dann lege ich die da hin, dann brauche ich einmal weiß. Dann nehme ich die als zweite. Jetzt dürfte ich. Ich dafür bis zu, ne? Ja. Okay, dann würde ich jetzt aufhören. Mhm, weil jetzt genau so, eine. Ja, um einen weißen auszuspielen. Jetzt hast du das also erfüllt, kriegst also einen blauen. Kriegst, was machen die Dinger nochmal? Die sind einfach ein Punkt wert, glaube ich. Man darf eine Vorrat legen, um eine vierte Karte aus der Auslage zu nehmen. Also jetzt nimmst du erstmal so einen. Kriegst so einen, kriegst alle den tiefsten. Und dann war es das, ja? Und dann war es das erstmal. Dann nehme ich hier einen blauen. Das ist ein bisschen wie Dings hier. Dieses Unterwasserspiel. 1, 2, 3. Das stimmt. Oh, guck mal, jetzt ist da blau. Hier auch blau. Das ist die zweite Karte. Jetzt nimmt doch nie wieder irgendjemand da was, oder? Nee. Das ist rot. Und dann nehme ich noch. Stimmt. Diese Karte. Bitte sehr. Ich nehme 1, 2, 3. Was soll das denn? Lass doch das da mit der blauen Rückseite liegen. So, darf ich jetzt auch noch. Ich darf statt eine Karte zu nehmen auch eine Karte zurücklegen. Du darfst danach die Auslage verändern, um da was zu manipulieren. Also nicht stattnehmen. Nachdem ich genommen habe, kann ich erst hinlegen. Erst nehmen, dann magst du verändern, dann Drachenkarte auslegen. Und jetzt würde ich gerne. Kannst du einen weißen legen?
Jetzt würde ich gerne die zurücklegen, um die auszuspielen. Und dann kriege ich wieder so ein Amulett. Und wieder so ein Kristall, mit der du ja mehr Karten nehmen kannst. Und wieder so ein Kristall. Und das war mein Zug, weil ich habe magisches Buch verändert. Folgen. Mhm. Das haben wir vergessen, du dürftest das jetzt auch. Das hätte ich wahrscheinlich, ne, ich hätte ja keinen weißen gehabt. Den habe ich, glaube ich, erst später gezogen. Ob ich jetzt welchen deinem Zug machen kann, das weiß ich nicht. Dann gleich eine Belohnung? Ja. Aber immer nach dir, ne? Ja. Also sprich bei letzten Teilen und so weiter. Das erscheint mir schon sinnvoller. Dann bist du fertig, ja? Ja. Dann möchte ich das nehmen. Eins. Drei Karten nehmen. Dann nehme ich das. Zwei. Und dann nehme ich das. Drei. Du bist. Nehme ich das eins. Dann macht er sich's leicht. Dann nehme ich den hier zwei und dann nehme ich den hier drei. Boah, das gibt's doch jetzt gar nicht. Dann manipuliere ich das Buch damit. Nee. Damit und dann spiele ich den hier aus und kriege das, das und das war's erstmal. Du kannst jetzt in der Mitte nichts mehr spielen. Nee. Die Frage ist, darf ich die Farbe nochmal neu aufmachen? Das ist eine gute Frage, aber sonst wäre das Spiel ganz schön hart, weil dann wärst du ja schnell dicht. Mhm. Also ich würde den roten ausspielen und dann das gleiche tun, das ist falsch. Also du kannst den blauen nehmen, wenn du willst, aber ich nehme an, du möchtest gerne den roten haben. Ja, ich kann jetzt keinen von den Drachen mehr auslegen. Ne? Aber da du drei genommen hast, also müsstest du, glaube ich, so einen auch einen dritten haben. Achso, ja, sorry. Okay, du kannst jetzt keinen grünen Drachen mehr auslegen? Nee. Aber das ging dann? Warum nicht? Das heißt, du kannst doch... Achso, das ist doch ein... Ja, das ist ja die gleiche Farbe. Das heißt, du legst ihn da drauf? Ich lege ihn da drauf. Oh, schade. Und ist das für irgendwas wichtig, wie die Auslage da aussieht? Nee, du kannst halt irgendwann die Drachenfarbe nicht mehr spielen. Ach so. Wenn ich jetzt eine andere Farbe spiele, ist die Farbe für mich tot. Okay, das ist also so ein, ich sammle erstmal jede Menge Zeugspiel, ja? Mhm. Und ich kann die von hier nicht wieder draufpacken, ne? Oh, dann könnte das nicht noch rächen. Wir werden sehen. Ist ja die Kennenlernpartie. Ich finde das alles gar nicht so spannend. Also, ich nehme mal das. Ich nehme mal das und ich nehme den hier. Mhm. Jetzt darf ich die Auslage manipulieren, richtig? Jetzt darfst du Karten hinspielen. Und zwar eine Karte von deiner Hand. Du kannst auf beide Seiten jeweils eine Karte aus deiner Hand legen. Also ich lege hier das hin. Mhm. Ich lege hier das hin. Mhm. Und dann spiele ich 1, 2, 3, 4, 5 blaue Drachen aus und bekomme dafür das. Mhm. Und das. Plopp. Ich dürfte das jetzt auch machen, ne? Du könntest mir folgen. 5 blaue Drachen. Ja, möchte ich aber nicht. So, ich nehme mal den hier. 1, 2. Drei. Das ist ja hier in meinen Karten, du machst jetzt auch irgendwann so einen Move. Vier. Bei mir ist jetzt grün tot, ne? Mhm. Und dann manipuliere ich das. 2, 4, 5 und spiele die 5 dorthin. Und krieg dann den hier. Ich möchte dir vielleicht nicht folgen. Aber hier hätte noch aufgedeckt werden. Wie hast du weiß gespielt? So und so. Okay. Okay. Dann bin ich dran, ja? Mhm. Eieiei, da will man aber auch vielleicht wirklich nicht zu viel nehmen.
Also ich nehme mal den. Dann nehme ich den. Ich könnte noch eine Karte nehmen. Sag mal, wie viele Farben sind das eigentlich? Vier verschiedene nur? Oder haben wir bisher nur irgendeine noch nicht gesehen? Eins, zwei, drei. Das sind nur vier verschiedene Farben, ne? Steht hier nicht, aber es sieht nach vier aus. Okay. Boah, was will ich denn da jetzt? Ich nehme mal noch den. Das war dann die dritte Karte. Oh, guck mal. Dann gebe ich mal einen aus. Nehme den. Dann kommt das noch. Ja, und dann möchte ich gerne noch das machen. Dann spiele ich zwei blaue Drachen aus und bekomme dafür hier zwei Teile. Wieso zwei? Oder zwei drüber steht. Hä? Nee, ein Teil. richtig, also den einer. Und Drachen. Und einen schwarzen Drachen, mit dem man sechs auf einmal ausspielen kann. Und den kann ich aber auch als eine beliebige Farbe reinspielen, ja? Dazu. Nicht nur, aber immer dazu. Okay. Also nicht als einzelne Karte. Ich fürchte ja. Wobei ein schwarzer Drache ja ganz cool ist. Dann nehme ich mal eins. Zwei. Irgendwann legt man, glaube ich, Karten, die man gar nicht mehr gebrauchen kann, als Stab und an neben. Wobei du arbeitest ja gut erst mit zwei. Du hättest ja alle Optionen offen. Ich habe grün schon tot gemacht. Drei. Nee. Drei. Und dann spiele ich vier von denen. Oh, wie gut für dich. Krieg ich den und das. Schön für dich. Okay. Grün bringt mir nichts mehr. Ich nehme mal den weißen. So ein Spiel, wo man ja Karten halten können muss. Aber es ist gut, dass wirklich jede Information der Karte in einer Ecke ist, ne? Mhm. Was ist es selbst und was ist auf der Rückseite? So, weiß 4. Ich habe jetzt eine Karte erst genommen, ne? Mhm. Dann nehme ich das als zweite Karte. Dann sind das zwei. Weiße. Ja, und das Problem, das ich natürlich habe, ist, dass mir das zwei Farben quasi kaputt macht, wenn ich weiß ausspielen würde. Ich kann ja noch eine dritte Karte nehmen. Mhm. Ich gucke einfach mal, was passiert. Ich habe sehr viele Karten inzwischen. Rot 2. Na, das passt doch. Dann, warte. Ja, dann spiele ich die beiden aus. Mhm. Dann bekomme ich das und das. Führst du Haus hoch? Ich führe überhaupt nicht Haus hoch. Du hast mehr Punkte als ich gerade. Oder ungefähr gleich. Weiß man. Ja, man weiß es nicht exakt, aber ich glaube, die Dinger werden sich nicht so wahnsinnig viel unterscheiden. Aber du hast ja da einen 16er, ich habe einen 20er, das ist 4 Punkte Differenz. Dafür habe ich hier einen Vierer. Du hast hiervon noch zwei. Du bist durch, willst du das? Ich bin. Ja, ich habe gespielt, du kannst mir folgen. Ja. Du hast ja keine Karten. Nee. Zwei. Drei. Das Thema habe ich übrigens bereits wieder vergessen. Du übrigens weißt, was das Lustige ist. Das kannst du ja nicht vergessen, das ist immer vor dir. Das Lustige ist, dass du das so auslegst, weil, wenn du darauf achtest, das Artwork ist darauf ausgelegt, dass es ein Panorama bilden kann. Ja, ist doch. Ja, stimmt. Die müssen also auch gar nicht untereinander liegen. Bei dir. Die müssen nicht untereinander liegen, aber es ist ja trotzdem nicht. Ja, unterschiedlich wohl stand. 3, 4.
und 5. So, was hast du denn da alles Hübsches hingelegt? Warum liegt denn da so viel Grün? Das ist ja doof. Von Grün hast doch nur du was. Ich kann das nicht vernünftig manipulieren. Zwei blaue. Vielleicht. Vielleicht würde ich auch. Aber es ist wirklich so, also für mich ist Grün jetzt komplett tot und wenn ich jetzt noch Weiß legen würde, wären die beide für mich komplett tot. So steht es geschrieben. Okay. Die Regel auf einen Stapel, der zwischen zwei anderen Drachenfarben liegt, auf keine Karte mehr gelegt werden. Beispiel, du hast mit auf dem Spiel bereits weiße und grüne Drachen für dich ausgelegt, jetzt willst du rote auslegen. Du musst dich entscheiden, ob sie rechts oder links auslegt. B, du hast rote Drachen links auslegt, damit kannst du ab jetzt keine weißen Drachen mehr auslegen. Okay, also kann man sie nur noch fürs Buchmanipulieren verwenden. Ja. Wodurch der andere sie kriegt, das heißt, wenn ich blau und grün machen würde und du weiß und rot, dann nehmen wir uns auf jeden Fall kaum Karten weg. Ja, ich bin durch. Spannend. Okay, ich kann wieder bis zu 3. Du kannst folgen auch wieder natürlich. Weil das geht ja auch, wenn ich nichts gemacht habe. Das vergessen wir immer, das wird zu hektisch. Ja. Das mache ich mal. Mhm. Weil ich dann so mache. Kriegst du den letzten roten, das ist schon clever. Dann kriege ich, vor allen Dingen kriege ich den Drachen, den ich benutzt habe, halt direkt wieder, ne? Das ist das Schöne. Hallo Ivy. Wieso schummel ich? Ich schummel überhaupt nicht. Wenn nur unabsichtlich, hoffe ich. So. Aber weise uns gerne auf einen Regelfehler hin. Das Interessante ist, dass wir jetzt bereits bei 3 von 7 Siegeln sind, ne? Soll ich auch sagen, sind wir gut. Sag doch, was wir falsch machen, nicht du schummelst. Vor allem, weil wir es erst verzögert sehen. So, also das. Boah, jetzt wird's grünlastig hier. Dann nehme ich mal den. Warte. Ach, die kann ich ja nicht mehr ausspielen. Ich nehme den. Das war der erste, den ich genommen habe. Dann nehme ich das. Das ist der zweite, den ich genommen habe. Ich hoffe, ich habe mich verzählt. Vielleicht schummel ich auch. Sag bitte, falls ich aus Versehen mal einen Drachen zu viel nehme. Ich habe noch keinen Fehler gefunden, den wir machen. Außer, dass wir vergessen zu folgen. Und den dritten nehme ich auch noch. Da kommt auch nur Mist, ne? Das ist ja ungünstig. Man darf nur maximal einen Kristall abgeben. Ich habe gerade 2 ausgegeben. Achso, ist egal. Mach, du bist dran. Ich kann es nicht machen. Ich folge dir auch nicht. 1, 2. Nein, die Karte war so gut. Die ist auch nicht schlecht. Aber ist auch nicht so gut, ne? Da kann ich dir nicht folgen, weil ich grün nicht mache. 3 ist mir egal. So. Oh, warte, da ist noch eine Karte verrutscht. Noch eine. Boah, das ist alles nicht so schön. Du! Ich bin, ja, okay. Ich möchte gern das hier nehmen. Na? Boah, das gibt's doch gar nicht. Aber den kann ich bestimmt mal irgendwie unterbringen. Ah, so, das war eine zweite Karte. Und als dritte Karte gucken wir mal, was passiert. Okay. Fünf. Ich habe mir grün zu früh tot gemacht, auf jeden Fall. Jetzt ist auch ein Blau tot. Und jetzt mache ich Blau tot. Naja, ist ja okay. So, 5, dann kriege ich den höchsten. Den höchsten und das war's. Okay. Dann nehme ich mal einen hier.
einen zweiten hier, einen dritten hier. So, kann ich Karten, die auf jeden Fall gar nichts mehr bringen, einfach weglegen? Glaube ja. Also es ist ein blauer Drache, der dafür sorgen kann, dass ich grüne Drachen auslegen kann. Ich wüsste nicht, warum ich ihn jemals benutzen soll. So, jetzt brauche ich 5. Das gleiche gilt für den. Die sehen ja alle gleich aus hier. Du kannst auch was drauflegen. Ja, aber ich habe nicht das, was ich brauche. Nö, du das erstmal. Ich möchte dir nicht folgen. Für mich dran, ja? Mhm. Dann möchte ich den gerne nehmen. Dann möchte ich den gerne nehmen. 2. Dann möchte ich keinen weiter nehmen. Aber den wieder drauflegen. Mhm. Und dann 1, 2, 3, 4, 5. Mhm. Und dann nehme ich die 12. Das hat auch langsam diminishing returns. Da, da keine Karten mehr. Und dann möchte ich den nicht voll. Also ich nehme erstmal den hier. 1. Ich habe halt 2 tote Farben und du hast ja noch alle Möglichkeiten, das heißt, du kannst da auf jeden Fall gleich noch viel mehr rausholen als 3, dann darfst du. Erstmal decken wir das auf. Okay, also ich nehme den. Ich nehme den. Eine weiße 1. Also, ich mache das mal. Mhm. Dann kommt der dahin. Dann bekomme ich das und bekomme das und ich bekomme einen Juwel. Du kannst mir folgen, einen weißen. Mache ich mal für einmal den, dann bekomme ich den und auch einen davon. Und dann nehme ich einmal 1. Das muss jetzt hier schnell vorbeigehen. 5, 2 noch. 2. Gibt es noch eine andere Endbedingung, wenn einer der Stapel leer ist oder so? Nö. Drei. Vier. 5. Feuer. Na toll. Kannst du wieder was drauflegen? Genau das, was ich nicht habe, muss ich den dahin spielen? Ne, warte. Willst du jetzt schon was tot machen? Weiß ich nicht. Ich habe echt Sorge, dass das hier nicht so gut ist. Dann muss ich ja. Zu viele eingeschränkte Möglichkeiten. Obwohl. Boah, ist auch schon jetzt nicht so super family-mäßig das Spiel. Ja, du musst halt, richtig Optionen offen haben, damit du so oft wie möglich folgen kannst. Mhm. Weil du damit ja und versuchen zu gucken, was den anderen halt, wo er dir nicht folgen kann. Um zu verhindern, dass er mitzieht quasi. Also gerade ist es, glaube ich, relativ ausgeglichen. 5 von denen hier. Von, dann kriegst du die 12. Von, ich will die Weißen tot machen. Man darf sie nicht umlegen, ich weiß, ich mache das trotzdem. Möchtest du folgen? Überraschenderweise nicht. Danke. Selbst beim Folgen geht das nicht mehr, ne? Ne. Da bin ich dran? Ja. Ich möchte gern zuerst diese Karte. Dann möchte ich gerne diese Karte. Wir sind doch immer für Karl, immer für den Gast. Hm. Ich lasse das mal so, ich nehme nur die 2. Mhm. Ich spiele 2 Feuer aus. Mhm. Kommen dann das hier. Oh, wir müssen mal alle 8er durch 6er austauschen. Mhm. Für dich sind es 9er. Ja, das ist immer. Zack.
Du hattest auch nur einen, ne? Ja. So, zack, Sechser. Und ich kriege vor allen Dingen einen schwarzen Drachen. Möchtest du mir folgen? Wie viel? Zwei, ne? Zwei Feuer. Feuer? Nee. Dann bist du dran. Ich nehme den hier. Dann nehme ich den hier. Dann nehme ich den hier. Du kannst weiß nicht ausspielen. Du legst irgendwas drauf, ne? Boah, wie viele Karten hast du denn? Okay. Was wird denn das gleich für ein Mega-Zug? Also ich lege die 4 hin und den da hin und dann spiele ich 2, 4 und zwar die 4 dahin und dann nehme ich hier so eine 6 und noch so ein Ei. Du, ich möchte dir nicht folgen. Schade. Dann nehme ich zuerst das hier. Zusammen 7 Amulette, ne? Das heißt noch anderthalb Amulette und dann ist voll. Ist ja nicht pro Person, sondern... Ja, und ich habe das Problem, dass du ein bisschen voll liegst durch die Eier. Du drehst ja noch 1 auf eine 16. Du hast ja viel mehr Punkte liegen als ich. Du hast das Rote, du liegst auf jeden Fall vorne. Das ist ja nur ein Unterschied von 3 oder 4 Punkten, glaube ich, zwischen denen. Das sind ja auf beiden einstellige Werte. Ja, 9 und 9 sind 18 schon mal. So. Vielleicht 10 Punkte mehr als ich. 4 davon könnte ich nicht legen. Dann nehme ich das hier. Das war der erste, ne? Dann der zweite ist das. Zwei im Feuer. Dann machen wir das doch mal, um hier das Spielende voranzutreiben. Zwei im Feuer, dann bekomme ich hier die 6, das wird, da du nach mir dran bist, kann es hier passieren, dass du dadurch das Höhere kriegst. Und ich ziehe nochmal wieder so einen Drachen. Möchtest du mir gerne folgen? Zwei mit Rot. Den, ne? Zwei Rot für das und so ein Ding. Und du beendest ja gleich, also ja. Ja, wobei ich nicht confident bin, dass das reichen wird, aber ich weiß es nicht genau. Dann spiele ich die beiden hier aus. Dann kriegst du, ne, einen Ring. Blau und ne, Kristall nicht und einen schwarzen Drachen. Ich glaube, das wird schon reichen. So, da auf 6. So, was sind denn noch 8er, ne? Leider kein Ding sie. Die sind am Ende auch jeweils ein Siegpunkt wert? Nein, bin gar nichts wert. Da hätte ich die mal benutzen sollen für irgendwas. Ich habe wenigstens ein so ein Ei, ne? Ich nehme mal 1. Das ist ja beides doof. 2. Auch doof. Du kannst ja grün wenigstens noch legen. 3, stimmt. Irgendwas wieder gut. 2 davon und so ein. Ah, ich habe auch einen. Ah, haha, warte, ich habe ja den. Aber leider nur einen davon, weil ich kann nur diese komischen Grün und Grün legen, ne? Geben die auch Punkte, wenn sie nur angefangen sind? Oder nur bei einem geschlossenen Kreis? Weiß ich nicht, glaube, muss ich mal nachholen. Das ist doof. Könnte ich das? Das ist natürlich gut für dich jetzt. Das ist gut für mich. Na, du wirst auf jeden Fall was erfüllen jetzt. Damit das Spiel beenden. Ja, aber so sicher wie du bin ich mir nicht. Ich hab hier zwar mehr Punkte, aber du hast hier noch 20 Punkte mehr liegen als ich. Die müssen ja hier erstmal als Differenz rauskommen. Das muss erstmal passieren. Ich habe allerdings einen blauen mehr und ich habe hier einen roten, der so 2-3 Punkte mehr wert ist. Das wird, glaube ich, eng. Außer du haust jetzt richtig einen raus. Du bist ja auch gerade noch dran. Genau. Und du kannst mir auch nochmal folgen dann. Ja, das hilft mir nicht so viel. Aber ich glaube, ich spiele den hier hin. Ja. Ja, dann muss ich die 3 hier ausspielen.
Und dann kriege ich einfach nur die beiden hier. Jetzt hast du gedacht, ich habe drei Feuer auf der Hand. Aber habe ich natürlich nicht. Ich weiß nicht, was so war das. Würde mich freuen, wenn ich mir drei Feuer auf der Hand habe. Hättest du nicht. Lüschner. Ich bin so ganz knapp. Nach dem Spielzug, in dem ihr alle zusammen eine bestimmte Anzahl an Blenden verendet habt. Also nach dem nächsten Zug ist es auf jeden Fall vorbei. Entweder nach diesem oder nach dem nächsten. Ich nehme mal. Warte. Das heißt, du wirst auf gar keinen Fall auf 2 Eier kommen, ne? Ich werde auf 0 Eier kommen. Die liegen da ja nie. Ach, wie schön. Das ist gleich den 20er so, auf. Das ist das. Ich brauche das nicht nochmal. Die liegen da immer hier schon allein. 1, 2. Dann bin ich für Karl mir nicht traurig. Ist das gut? 3. Strafe ist ungut. Mach ihn fertig, Ben. Würde ich nie machen. Also guck mal bitte nach, ob die was, auch wenn es angefangen ist, Punkte geben. Ja, die nicht, wenn nicht. Das ist ja nur, um das Spielende zu triggern. Kann ja trotzdem sein. Hm, glaube ich nicht. Alle Punkte auf Omelettstücken und Perlen. Ja. Also hier die Punkte. Wappen der 4. Ah. Ich weiß nicht mehr, wer zuerst. Aber wir haben es ja beide. Ist nur die Frage, wer es zuerst hatte. Also ich habe zuerst du hast, zugehabt. Ja, du hast, okay. Wer zuerst 4 ausgespielt hat, oder was? 4 unterschiedliche, genau. Ah, okay. Das ist dann so ein bisschen der Ausgleich dafür, dass man nicht. Genau. Okay, das ist doch schon mal gut. Ich möchte nichts weiter nehmen. Ich möchte das machen und dann hier 3 in weiß. Mhm. Dann nehme ich das und das. Ja, guck mal, damit hast du doch gewonnen. Und du kannst nicht in weiß folgen, genau. Das ist schon hart am Ende. Das ist schon gut auf jeden Fall. Nee, gut ist das nicht. Für mich, weil du dadurch den vierten Edelstein folgst. Ja, aber für Spiel, es geht nicht um dich, um mich, es geht um das Spiel. Um das Spiel. Und die Allgemeinheit der Spieler und dafür ist es nicht gut. Ist auf jeden Fall kein Kinderspiel, auch wenn es so aussieht, das ist ein Familienspiel. Gut. Gut, dann 10 Punkte. Ich habe hier 20. Erstmal decken wir die. Wenn wir die Spannung hochhalten. Also. Was habe ich denn hier? Das sind 10, 19, 25, 31, 43, 53, 69, 75, 95. Das ist schon. Man kann übrigens diese Amulette super öffnen am Spielende. Wie wirst du? Ich habe noch nicht gerechnet, ich habe dir erstmal zugehört. Du hast 95, ja? Ich glaube ja. Der fällt gleich mal nachrechnen. Also. 22, 23, 27, 31, 43, 51, 61, ja. 65, 77, 87, 93, 103. Du hast deine Kristalle vergessen. Welche Kristalle? Ja, du dann auch. Ja, ich weiß, aber... Ja, aber du hast ja mehr, deswegen genau. Hast du ja Haushoch gewonnen. So, ich habe hier 4, 4, 8, also nochmal 12, 16 obendrauf. Also ich habe 103... 111. 111, genau, danke sehr. 111 und dazu nochmal 120, 128. 111 zu 128. Ja. Das ist jetzt kein prozentuales, das ist kein riesiger Abstand. Das ist ein großer Unterschied. Das ist, gestern bei White Castle hast du uns ja wohl viel, 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 viel deutlicher prozentual abgezogen. Ja, White Castle ist ja auch das Anspruch der Experten. Natürlich genau. Ab. Deswegen habe ich ihm die Öffnung gegeben. Aber ja, das ist, also ist auf jeden Fall mehr drin, als man am Anfang denkt. Ich weiß nicht, wie alt Spiele IBs Kinder sind. Wenn die ja spielen können, müssen die ja mindestens 20 sein. Aber man kann schon ein bisschen planen, ne? Welche Karten man nimmt, dass man ein bisschen auf die Eier geht und die hohen Drachen bekommt, weil wenn du so einen Drachen hast, weißt du auch immer, dass du hier, ich meine, du kriegst ja 2, du kriegst den höchsten und noch. Ich weiß, aber weißt du, warum ich es nicht gemacht habe? Weil? Dazu lege ich den ja dahin. Genau. Dann kriegst, dann wandert er auf jeden Fall weiter. Richtig. Und das ist dann die Opportunity. Aber davon immer 6 zu haben, ist auch, das sind ja 2, 3 Züge. Du kriegst halt die anderen dadurch auch schneller erfüllt, also gerade jetzt in so einer ersten Partie ist, glaube ich, damit einfach schneller das Spielende herbeigeführt, plus du kannst höhere Sachen eher mal erfüllen. Ich spiele bei sowas immer auf Safe. So, die müssen bloß rausgesucht werden, damit man die jetzt nicht aus Versehen mit reintut. Genau so nämlich. Das ist, glaube ich, ein schwarzer, ne? Drachen. Eine Chimäre wird das bestimmt irgendwie sein, weil das alles gilt. Oder Schattendrachen, genau. Mit dem typischen, ne, hübsches Michael Menzel Artwork. Mhm. Man kann daraus eine wunderschöne Landschaft legen. Es ist fast so, als... Wobei auch da der Fokus eindeutig... Ich meine, die sehen alle unterschiedlich aus. Da gibt es ja keine 2 Drachen, die wirklich gleich sind. Die gucken, also immer der gleiche Drachen, der ein bisschen anders guckt.
Du hast recht, da gibt es Unterschiede. Hier mit ein bisschen Feuer, hier ohne. Hier sind die Flügel ein bisschen anders. Da, ich habe gedacht, die sehen alle gleich. Allein der Gesichtsausdruck. Ich meine, guck dir den hier an. Der guckt immer so ein bisschen so. Das stimmt, die sind alle variiert. Das muss man auch sagen, also ich weiß nicht, wie er seine Kunst macht, aber das Zeitalter des Digital Painting ermöglicht einem da auch noch ein paar mehr Möglichkeiten, als wenn du das alles komplett per Hand und dann machst. Aber guck mal, so eine schöne Landschaft. Man vergisst das Thema nach ungefähr 5 Sekunden. Du guckst doch die ganze Zeit auf deinen Drachen. Das stimmt, total. Tatsächlich habe ich aber irgendwann nur noch da oben geguckt. Weil, ne, mit dem aufgefächerten. Ich habe immer die Drachen genossen. So. 8-Plus-Spiele, da kann ich mithalten. Ja. Deswegen spiele ich auch manchmal hier. So, genau. Ja, potenziell gibt es noch mehr Einzelmann, das ist bis zu 4 Spieler, nehme ich mal an. Es gibt ja noch irgendwelche Sachen, die wir rausgenommen haben. Machikoko. Was haben wir denn rausgenommen? Also wir haben hier diese Punkteverteilung, ist ein bisschen unterschiedlich. Und wenn man mit mehr Leuten spielt, gibt es noch einen 16er. Genau, und es gab ja irgendwie noch so ein Begleitheft, das man auch in der ersten Partie nicht braucht. Genau, es gibt hier noch diese Geschichten. Es gibt noch Drachenminze, Trollhorn. Ach, und dann kann ich die Kristalle noch für andere Sachen ausgeben, außer für... Versteckt 6 Zaubertruhen, deckt anschließend einen davon aus. Die ersten 5 kommen in die Schachtel. Ein mächtiger Gegenstand, der großen Einfluss auf das Spiel und die Spielweise nehmen kann, steht 1 zur Verfügung. Jedes Mal, wenn man nutzen möchte, zahlt man einen Kristall. Und zum Beispiel bei der Prismatinte darf man beim Auslegen von Drachenkarten eine andere Farbe auslegen, als es aktuell magische Buch vorgibt. Das kann besonders beim Mitauslegen ein Vorteil sein. Oder bei der Drachenminze nimmst du Beginn des Zuges von beiden Seiten des magischen Buches die oberste Karte auf deine Hand. Ja. Und dafür gibt man immer so einen Kristall. Hier darf man das noch sicher machen, wollte die oberste Karte vom Buch nehmen. Genau, oder der grüne Erzhammer, wenn du jetzt Belohnung das Amulettstück mit dem niedrigsten Wert bekommen würdest, darfst du es aufwerten, dir stattdessen ein Amulett mit dem nächst höheren Wert nehmen. Okay, dann werden die also wesentlich interessanter. Und auch hier darf man nur einen Kristall immer pro Runde ausgeben, aber das wertet das auf jeden Fall auf. Und das begleitet es ja noch länger. Tipps und Tricks und Empfehlungen, Startkarten, Drachenkarten, okay, so ein paar Strategietipps. Michael Menzel, Jahrgang 75. Der ist nur 10 Jahre älter als ich. Nur 8 als ich. Und kann besser zeichnen. Und 1000 Leuten wird hier gedankt. Ich hoffe, er hat keinen vergessen. Besonderer Dank. Es fällt nicht so schnell auf, dass du einen vergessen hast, weil die bestimmt nicht alle das durchlesen. Auch wenn ihm Räuber wird gedankt. Carina, Max und Jakob, Ralf Querfurt, Anna Satrafa. Der hat doch bestimmt da wieder irgendwie ein bisschen von Verlagsseite her mit dran gearbeitet. Wer? Ja. Ralf Querfurt? Kann er sein. Das wird halt irgendwie Redakteur gefreut haben. Kosmos. Kann ja sein. Die redaktionelle Unterstützung, Peter Neugebauer. Ja, gut. Den habe ich auch schon mal. Die Grafik ist von Fiore GmbH. Das hat er auch selbst gemacht. Das sieht doch aus, also der Drache kann ich jetzt nicht so, aber der Hintergrund dieses leicht pastellige, ein bisschen verwischte... Das wird vielleicht gezeichnet haben, aber das Design hier von den so Icons, das von, wird er wahrscheinlich für nicht gemacht haben. Macht er nicht alles von. Also, das glaube ich auch. Zipbeutel waren da gar nicht drin? Zipbeutel? Ja, danke. Sonst machen wir heutzutage nicht mehr. Also sollte man machen, weil die sind ja nachhaltig. Aber ich habe ja die man in Brettspielen verwendet, tatsächlich schon. Genau. Weil die ja wirklich jahrelang benutzt werden. Aber ja. Jetzt ist es zu spät, jetzt ist es drin. Nee, ja, ich mach schon. Das kommt ja mal wieder. Hier mal einmal zusammen. Das ist ja jetzt schon moderner Klassiker. Das ist ein Spiel, vielleicht nicht heute. Aber ich glaube, das könnte etwas sein, das auch bei einem Montag mit Markus mal gespielt wird. Weil ich mir auch vorstellen könnte, das ist wieder so ein Spiel, das du auch zu Weihnachten in der Spieleburg gut verkaufst. Ja, ja, das ist ja wieder viele. Helden müssen draußen bleiben und sowas. Ja, aber so ein Menzel, kannst du immer sagen, hier Andor, ne, von dem Macher von Andor, was ein bisschen mehr familienfreundlicher ist, mit Drachen sammeln. Ich hatte gestern in der Spieleburg eine Frau, die wollte eine Beratung haben, Markus war Geschäftsmann, ich kann sie auch beraten, ich kenne auch ein paar Spiele. So, ja, hier ist ein Spiel. So klein, in der Auslage war das mal nicht hier für 2 Leute. Irgendwas mehr? Nee. Hast du gleich so einen Fall gehabt? Wie es hieß, was man macht, was auf dem Cover war, ein Mensch, ein Bär, ein Haus, ein Drache, war dunkel. Okay, welches Schachtelformat? So das hier, so Kosmos 2-Personen-Spiele gezeigt? So ja, ungefähr, aber keins von denen. Ja, und sonst spielen sie auch irgendwie Gloomhaven. Okay. So spielen sie auch Gloomhaven. Dann stelle ich mal ganz viele Spiele vor, auch irgendwas für 2, für den Urlaub und so, alles mögliche, Res Arcana, Robinson Crusoe wollte ich schon was mitnehmen. Und dann habe ich noch irgendwie Arkham Horror, Living Card Game gezeigt und vorher noch bei normalen Spielen ganz viel. Und irgendwann
Also was ist das hier? Ah, das ist es. Die Frage ist, was ist das hier? Da kannst du die Karten rein, das ist ein Kartentrenner. Und dann war es Here to Slay. Es war Here to Slay? Aha. Okay, sag mal. Was so, also hat sie auch natürlich gekauft, als was sie gesehen hatte, aber also, das, was du gezeigt falls hast? Du zuguckst, schreib gerne, ob das wirklich cool war, weil nachdem, was sie mir erzählt hat, was sie sonst so mag und auch eher ein bisschen anspruchsvoller und so, ist es überhaupt nicht das Spiel, das sie braucht, aber sie hat es halt gesehen und wollte es haben und das ist ja manchmal, nee, und ich habe ihr wirklich, also sie hat jetzt so viele coole Spieleempfehlungen, wenn ihr es doch nicht gefällt, dann wird sie nochmal wiederkommen und sagen, hier, der hat mir da so 10 tolle Spiele gezeigt, die würde ich mir vielleicht doch mal angucken. Ja, und dann wird sie aber leider nicht wissen, wie sie hießen oder aussahen und was man da macht. Sorry. Oh, Robin, sie in der Hand. Also, ja, es ist mal wieder spannend. Ja, nee, das Spiel ist nicht banal. Also man denkt, das wäre so ein Dulli-Spiel, aber nee, steckt schon. Das kann man natürlich sehr easy spielen. Ja. Nicht ich so hochstrategisch. Ich habe das auf jeden Fall getrennt eigentlich. Sehr gut. Ja, und jetzt haben wir ja noch bis... Oh, Markus kommt ja schon gleich. Markus kommt gleich. Aber wir haben noch was hier. Wir werden da schon gleich mal reingucken. Das ist auf jeden Fall ein cooles Cover und ich meine, das ist doch das, was auch richtig dreidimensional auf dem Tisch ist, oder? Genau, wo du wirklich hochbaust. Ja. Das werden wir uns gleich mal angucken. Also, das war einmal Drachenhüter. Ihr habt jetzt einen Eindruck davon bekommen, wie das neue Spiel von Michael Menzel ist. 2 bis 4 Personen ab 8 Jahren. 20 Minuten haben wir auch ungefähr gebraucht. Vielleicht ein bisschen länger am Anfang. Und wir sind dann irgendwann demnächst wieder da. Vielleicht gleich, vielleicht dauert es ein bisschen, weil wir jetzt Markus einsacken und dann gemeinsam noch zu Abend essen. Dann kommt der Essensbreak. Ich habe heute kein Video vorbereitet. Das habe ich vorhin am Mittag schon rausgehauen, das von Flo. Und dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zugucken. Bis später. Macht's gut. Tschüss. Ciao.